Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Demo von Lost and Found. Ich freue mich und ich habe gesehen, wir können sogar hier Sachen anklicken. Oh, schade, ich dachte, ich kann den Ball da reinschmeißen. Haha! Ich muss einfach alles anklicken, ich kann nicht anders. Ich meine, wir haben ja auch Zeit. Wir müssen nicht hetzen. Wir wollen ja auch nicht, dass die Demo zu schnell vorbei ist. Was bist du denn? Oh, ich mag's sehr. Hey! Das klingt so ein bisschen... Hey! Ich weiß gar nicht, woran mich das erinnert. Irgendwie an ganz alte Spiele. Aber ich krieg's gerade nicht zu fassen. Hey! So in alten Spielen, wenn man ganz oft gesprungen ist oder so. Und dann kam so ganz oft der gleiche Sound deswegen. Irgendwie... ich habe aber gerade bei ihm was ganz Konkretes im Kopf. Aber na, vielleicht fällt es mir noch auf. Nein. Na, die beiden Süßen hier. Tut euch ein Zimmer. So. Ist der nicht ein bisschen jung, um besoffen im Park zu liegen? Ich frag nur. Was ist das? Nanu? Schade, alles verschlossen. Oh. Ist das unser Zimmer? Sieht sehr göttinnenhaft aus, auf jeden Fall. Schick. Ha. Kann ich irgendwas machen? Nein, scheinbar nicht. Schade. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was so laut ist im Hintergrund. Jetzt fällt es mir auf, dass der Ventilator an ist. Ach Mann. Ich glaube, hier muss ich mal ein bisschen von Staubflusen befreien. Der ist langsam etwas laut geworden. Okay, und hier kann ich auch rein. Ja, geil. Warum habe ich das vorhin nicht gemacht? Also in der ersten Folge. Oh. Oh! Was macht denn das Fuchsviech hier immer? Stromverschwendung. Macht er gleichzeitig Kamerafotos und Handyfotos? Okay. So macht das die heutige Jugend, glaube ich. Gott, bist du süß. Oh, das habe ich auch schon mal irgendwo so ähnlich gesehen. Das kommt mir auch sehr bekannt vor. So, ich muss einfach alles anklicken, in der Hoffnung, dass immer irgendwas passiert, wenn ich das tue. Ich kann einfach... Na, hier stimmt's nicht ganz, aber egal. Boah, ich mag das so toll. Ich finde das super cool gemacht, dass so ziemlich fast alles... Nee, eigentlich wirklich alles. Aber guck mal, sogar wenn ich hier raufklicke... Merkt ihr? Klingt anders. Das ist wirklich bei allem irgendwas anderes. Oh, wie süß ist das denn? Wartet mal, wenn ich alle aufmache, was kriege ich einen Erfolg? Nee. Zu? Auch nicht, schade. Oh. Alle Lichter an? Auch nicht. Ich hoffe immer, dass ich irgendwas entdecke. Irgendwas ganz Cooles, wenn ich hier überall wie wahnsinnig draufklicke. So zum Beispiel. Okay, Story, komm. Ihr wollt mehr sehen, oder? Nee? Ja, der vermisste Captain. Um auf die Smurly-Insel zu kommen, finde einen Kapitän, der im Unterhaltungsviertel verloren gegangen ist. Im Unterhaltungsviertel. Aha. Wo sind wir jetzt unterwegs? Auf nach Shibuya. War das Shibuya? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, ja. So. Und ich mag diese Comic-Sachen hier zwischendurch total. Ja. Ja, okay. Das war wohl eins dieser Bunny-Cafés, wo man Häschen streicheln kann. Kleine plüschige Häschen, meine ich. Oha, ich sehe schon. Der vermisste Kapitän. Ach du Kacke. Entschuldigung. Oha, es ist ganz schön voll hier. Wo sollen wir hier bloß anfangen mit der Suche nach dem vermissten Captain? Lass uns Bruce fragen. Der weiß alles über diesen Ort. Welcher Bruce? Ein alter Freund von mir. Ihm gehört die große Bar. Er sollte irgendwo drin sein. Los, wir müssen ihn finden. Alles klar. Okay. Finde den Besitzer von Bruce Bar. Komm ihn da rein. Vergiss nicht, dass du hier das Stockwerk wechseln kannst. Ja, geil. Ah. Ach, du... Oha. Okay, okay. So, Bruce, ja? Er hier? Tatsächlich. Er sah so brusig aus, ich weiß auch nicht.
Ach, was soll dieses Outfit? Oh, keine Sorge, du siehst super darin aus. Müssen wir diese Drinks wirklich servieren? Alles wird gut. Folg einfach Boos Anweisungen. Er ist vielleicht der Einzige, der weiß, wo dieser Kapitän ist. Ich werde hier warten. Komm zurück, wenn du fertig bist. Oh je. Oh je. Okay. Wir müssen ein paar Drinks finden. Ist es vielleicht eins davon? Oh je. Entschuldigung. Das da? Das da. Sehr gut. Ein Martini? Ich habe keine Ahnung. Das ist keiner der Säfte, ne? Nee, die sehen anders aus. Ich hätte bei dem anderen auch einfach mal näher rangehen sollen, ne? Ich habe das die ganze Zeit so weit weg gehabt. Ich versuche jetzt mal hier ein bisschen näher, dass wir uns auch mal ein paar Sachen genauer angucken können. Nee, das sind sie alle nicht. Wenn ich jetzt hier drei... Nee, hier kann ich nicht reingucken. Aber wir können mal hier gucken. Was? Was zur Hölle? Ja. Was sind die Nebenquests? Markiere den Schatz. Das war ein Piece. Wir werden es finden. Okay. Unterstütze den Straßenkünstler, sammle alle vermissten Schafe, triff den legendären Popstar und Juju finden natürlich. Oha. Gut, dass ich eine zweite Folge angefangen habe, weil ich sehe, was hier los ist. Ich komme hier unanständig vor. Aber ich darf das, oder? Weil ich ein Mädchen bin. Ich darf das, ich darf das. Ah, der sieht auch aus wie Boos. Warte mal. Ist keine der Flaschen, ne? Was ist das denn? Ganz schön freizügig. Aber gut. Was mit dir? Du hängst nur so ab? Okay. Das ist alles süß. Hier ist der Schatz. Und Ariel ist auch da. Ha. Noch mehr Schatzkisten? Das ist eine... Nee, das ist jetzt eher dunkel, ne? Was ist das denn? Ich weiß nicht, warum ich die Fische ärgere. Wow. Okay. Entschuldigung. Hallo, Mr. Krabs. Das sind Mr. Krabs, die jungen Jahre. Bevor er sein Restaurant eröffnet hat. Oh, Häschen. Wir sollen auch Schafe finden, ne? Keine Häschen. Ich glaube, ja. Stimmt. Was ist das? Oh, das da. Das hier? Huch. Der Schatz. Der Schatz. Oh. Sorry. Ja. Das, Gott, ist das gruselig. Okay, ich mach mal die Kiste zu. Gut. Gut. Was haben wir denn hier alles noch? Oh Gott, so viele Sachen. Oh, ein Schäfchen. Momentan tippe ich einfach mal auf alles, einfach um zu gucken, was so passiert. Eisberg voraus. Warte mal. Was ist das da? Wieder das Foto von der Frau. Das hatte doch der alte Opa schon. Okay. Und du so? Ich muss die Fische ärgern. Vielleicht gibt es einen Erfolg oder so. Ich weiß auch nicht. So, was ist hier los? Wir müssen ja auch den Star finden, ne? Da, ich hab's gesehen. Das war nämlich sehr blass. Du bist nicht der Star? Nee, scheinbar nicht. Okay. Hey! Oh Gott, sind die süß. Warte mal. Nee, falsche Flaschen. Oh. Warum liegen die denn alle hier so rum? Oh. Entschuldigung, das ist schon wieder so ein Spiel, wo so alle zwei Sekunden einfach ein Oh oder ein Süß kommt. Ich kann nicht anders. Es ist leider wirklich sehr süß. Ihr seht es ja selber. Katze. Oh, Hund. Oh, ich sehe es. Nicht? Ah, blau. Ah, verdammt. Ich dachte.
Ich gucke hier unten nochmal alles an. Schwarze Katze. Oh! Achso, ich dachte, wir wechseln die Musik. Hab mich gerade schon gefreut. Hier sehe ich es nicht. Oh! Was habe ich da? Achso, der Straßenmusikant. Oh. Ja, wir haben ihm geholfen. Er hat Fans. Ah, keine Schweinereien. Ist auch nicht der Popstar. Warte mal. Ne. Blau. Oh, die schon wieder. Was tragt die denn die ganze Zeit in ihrem Paket? Ich bin sehr neugierig. Okay. Hier haben wir Dixie Klos, auch nicht. Oh, Schaf. Husky. Oh Gott, der Arme. Hier ist doch frei. Geh doch dahin. Hä, seit wann steht man denn bei der Männertoilette an und nicht bei der Damentoilette? Was ist denn hier los? Verkehrte Welt. Hier. Nee. Was? Aber die sieht doch genauso aus. Da. Was soll das? Und stoppt hier, Leute. Oh Gott, ey. Dummheit muss bestraft werden. Das ist auch nicht der Schauspieler. Schade, hätte ich jetzt gedacht mit dem Krönchen. Was ist denn hier los? Nanu? Ein Juju. Aber ich will sie halt nicht benutzen, ne? Ich möchte halt selber alles gerne finden, wenn es geht. Nur wenn ich jetzt ganz verzweifelt bin irgendwann mal, dann... Also solange wir hier Sachen finden, würde ich es nicht nutzen. Wir haben auch noch andere Etagen. Das weiß ich. Moment, muss ich mal kurz am Ohr kratzen. So. Das ist auch nicht blau. Okay, zweite Etage nochmal. Was hatten wir denn hier alles? Da. Haben wir. Ich wollte eigentlich nur hier gucken. Der Barkeeper hinterließ das für uns und rannte die Treppe nach unten. Ich hoffe, er schafft es rechtzeitig. Zubereitet von Big Bruce selbst und die Versöhnung mit einem alten Freund, Feind zu feiern. Aha. Schön. Die haben wir schon gefunden. Hier, die... Hä, die hatten wir doch schon, oder? Ha, stand die hier? Hier steht sie doch. So. Na nun. Die Besitzerin der Bunny Lounge. Sie ist irgendwo unterwegs, um sich mit einem wichtigen Kunden zu treffen. Okay, wir haben sie gefunden. So. Irgendwo haben wir noch eine Limo stehen. In zwei verschiedenen Farben. Das haben wir jetzt schon... Ja. Oh, den Typ haben wir auch schon gesehen. Warte mal. Da. Nee, das ist doch nicht, ne? Falscher Anzug. Moment, Moment. Bin mir ganz sicher, dass ich den schon auch in diesem Outfit gesehen hätte. Nochmal auf Etage 1 gerade. Warte, warte, warte. Na, wo bist du denn? Oder oben? Nee. Oh, hier ist aber unser Glas. Dieses Getränk wurde am falschen Tisch serviert und diese Vögel machen einen Aufruhr. Ah, wir suchen eine Getränke und dann kriegen wir immer dazu die Leute, die es bestellt haben, ne? Kann das sein? Hatte ich gar nicht so verstanden, ehrlich gesagt. Also wir suchen Raffi den Strohhut. Aha. Gut. Schäfchen. Was? Oh Gott. Die arme Katze. Was macht die denn für Geräusche? Okay. Okay, okay. Also, wir suchen Strohhut-Waffi und einen Typen, der aus wie ein Matrose. Aber nicht der. Sieht aus wie ein Pokémon-Trainer hier. Das könnte doch voll der Schauspieler sein, oder nicht? Oder der da? Hm, scheinbar nicht. Oder habe ich den Schauspieler schon? Naja. Dürfte deren Popstar. Na gut. Guck mal, Entchen ist hier an Bord gegangen. Oh, wir haben sogar zwei Enten mit Pakete. Okay. Da. Oh. Nee, die haben nur beide. Ah, hier. Hey. Da haben wir ihn. Hey. Er eilte aus der Bar, um seinem ankommenden Freund zu treffen. Kein Wunder, dass der Kellner ihn nicht finden kann. Sag doch mal, Küdü Waffi. Hab's gesagt. Okay. Kann ich hier mal das rüberscrollen wieder? Ah, so.
Okay, okay. So viel ist es jetzt nicht mehr, aber natürlich wird es immer schwieriger, umso weniger es ist. Nö. Irgendwo müsste ein Glas... was bist du? Ein Kugelfisch? Okay. Oh, das ist ein bisschen irreführend, auch mit diesen Flaschen, weil da so viele von denen rumstehen, die sie aber nicht sind. Von denen wird wohl keine... Da ist sie. Ja, dich habe ich schon gesehen, ich erinnere mich. Nee, fast, 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 fast. Wartet, wartet. Ich habe den bestimmt schon... Bist du der Superstar? Nee, den hatten wir auch schon. Wo bist du? Hier oben, der war's, genau. Hi. Bitteschön, gefunden. Hi. Diese Piratencrew kommt so hoch, wie er nur kann. Diese Piratencrew kommt so hoch. Okay. Oh, jetzt ist ein Pudel. Warum auch immer. So, wir suchen aber immer noch den Typen hier. Ach, da! Bruce, alter Rivale seit der Marineschule. Hey. Selbst im Ruhestand kommen seine Kollegen noch immer zu ihm. Das ist jetzt ein Pinguin. Okay. Ich habe da gar nicht so drauf geachtet, ne? Ich habe die Leute mal angeklickt. Ich habe gar nicht drauf geachtet, was die sich so verwandeln, leider. Ist mir gar nicht so aufgefallen, dass sie sich verwandeln. Ja. Na gut. Okay. Haben wir noch Schafe? Ja, ein Schaf wäre auch noch. Okay. Da muss ich auch aufpassen, dass ich das hier nicht beende. Bevor wir die ganzen Sachen gefunden haben. Auch schon ein bisschen zu voll. Die Füchse überall. Also, ein Schaf, der legendäre Popstar. Und noch so viele Jujus zu finden. Oh, die finde ich aber echt schwer, diese Juju-Dinger. Bei so viel Zeug. Ich meine, hier was Verblasstes zu finden, ist schon nicht einfach, glaube ich. Mal ganz in Ruhe. Echt die. Nein, schade. Ja, die beiden Getränke fehlen ja auch noch. Ich suche gerade irgendwie gefühlt nach allem und ich habe Angst, dass genau dadurch ich gar nichts finde, indem ich alles suche auf einmal. Ich glaube, es ist nicht so die beste Strategie. Hier kann ich leider nicht rein. Schade. Ich wäre gern Schiff gegangen. Nee. Kein Schaf? War das mal ein Schaf? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, das war Fisch. Okay, komm, wir gehen nochmal eine Etage hoch. Ganz langsam. Das ist immer so. Ah, das ist es da. Ah. Natürlich, auf der Tanzfläche. Pony Jackson. Wie habe ich ihn nicht erkennen können? Ach, Mensch. Ihr habt ihn natürlich schon längst alle erkannt. Ach, nur ich mal wieder nicht. Warum? Ich habe keine Ahnung, warum man das solche Geräusche macht, aber gut. Okay, also den Star war gefunden. Immerhin. Ich guck nochmal auf die dritte Etage, aber hier war nicht so viel los, ne? Ja, hier war noch ein Tisch, warte mal. Achso, nee, das haben wir auch schon gesehen. Haben wir noch woanders eine dritte Etage? Nee. Nee. Kann ich da rein? Was? Ich darf da nicht rein. Da ist bestimmt der Captain drin, ne? Was? Hallo, Donald Duck. Ich bin langsam etwas... Ich weiß auch nicht. Ich finde hier nichts mehr. Weder Schaf noch Getränke. Ich will die Dinger nicht benutzen, aber vielleicht muss ich die Jujus tatsächlich mal benutzen. Wir sind bei 19 Minuten noch, ist okay.
Das gibt's doch nicht. Oh, hier ist eine Luigi-Mütze übrigens. Ich glaube, die Mario-Mütze, habe ich die auch schon gesehen? Hast du ein Schaf? Nein. Und zwei Jujus auch. Ich glaube, die Jujus werde ich nicht finden bei dem Aufgebot hier. Was mit dir? Nix. Ja, da war ich ja schon drin, haben wir schon geguckt. Da war nicht viel los. Mehr ist hier nicht. Schwierig. Muss zugeben, nach den Jujus habe ich auch nicht so stark geschaut. Aber dennoch. Dieses doofe Glas Orangensaft, das gibt es euch nicht. Ich finde es. Das macht ja auch den Reiz eines solchen Spieles aus, wenn ich jetzt alles einfach per Juju quasi uns aufdecken lassen würde, dann hätte man ja auch nicht viel von dem Spiel. Kann ich das öffnen? Ich habe ein bisschen Angst, dass die Sachen irgendwo sind, wo ich vielleicht ja erst was aufklicken muss. Ja, dass sie vielleicht irgendwo versteckt sind quasi, dass man sie gerade gar nicht so offen sehen kann. Hier in den Büschen irgendwie? Nee. Da. Okay. Okay, ein Typ mit zwei Hühnerkeulen in der Hand. Wo haben wir den denn? Der legendäre Esser, er tut alles, um seinen Meisterschaftstitel zu behalten. Süß. Sehr süß. So, jetzt fehlt wirklich nur noch dieses Glas-Orangensaft. Und die Jujus. Warte mal, ist das ein Juju? Nein, schade. Oh, sah so grau aus, aber nein. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass hier kein Juju versteckt ist. Ist da bestimmt irgendwo eins. Das da? Nein, das ist nur eine Uhr. Ausgegraut muss es sein. Zeitung sieht das immer so aus. Ist ein bisschen doof. Sehr viele Fotos liegen hier auch rum. Nee. Hey! Nee. Die da oder? Nee, auch nicht. Ja, mitspielen. Das gibt's doch nicht. Oh. Aha. Bringt nichts, aber trotzdem gut. Cool, dass es geht. Zeitung. Das Problem ist, auch wenn ich es jetzt finde, ich darf es jetzt nicht andrücken. Wir haben immer noch ein Schäfchen zu... Das gibt's doch nicht, dass ich das Schaf nicht finde. Ich meine, die sind doch gar nicht so unauffällig. Das muss doch irgendwo sein. Ich habe bestimmt irgendwas nicht angeklickt. Das Schaf kann ich, glaube ich, auch nicht suchen lassen, ne? Nee, Schaf muss ich so finden. Bist du ein Schaf? Nein, du bist ein Hund. Ich fasse mich an. Du bist eine Ziege und kein Schaf, schade. Ich mach mal. Ich zoome mal. Naja, gut, so weit rauszoomen kann man leider nicht. Da. Okay, ein Juju noch. Das war aber echt kaum zu erkennen. Ich weiß nicht. Ja, das waren die Häschen. Hier sind die Hände. Echt gruselig sind. Mr. Krabs.
Da war der Schatz, naja. Oh. Ich sehe es einfach nicht. Ich sehe weder Schaf noch Juju noch das Getränk. Das gibt's doch nicht. Irgendeiner hier muss doch ein Glas Orangensaft haben. Ich sollte öfter Wimbledon-Spiele spielen, glaube ich. Okay. Ich versuche es jetzt nochmal ganz konzentriert hier. Ich meine hier, da ist es. Ist jetzt echt doof, ne? Also der Hund ist hier, das wissen wir schon, aber ein Juju und ein Schäfchen fehlen noch. Ich kann das doch so nicht stehen lassen. Oder? Lassen wir es so stehen und gehen weiter? Nehmen wir diese Niederlage hin? Schade, ich hätte gehofft, dass das ist. Ich würde gerade sagen, das Häschen sah auch sehr blass aus, aber es ist es einfach nicht. Wo ist das Schaf? Yay! Oh, die kommt hier nicht rüber wegen dem Penner. Wie gemein. Und sie musste sehr auf Klo. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich sehe es nicht. Ich sehe es einfach nicht. Ich habe aber das Gefühl, dass ich jetzt schon alles fünfmal angeklickt habe, was hier so rumsteht. Es kann doch jetzt eigentlich gar nichts mehr geben, was ich nicht schon 20.000 Mal angeklickt habe, oder? Ich übertreibe nur leicht. Hier kann ich leider nicht unter das Dach gucken. Das scheint nicht zu funktionieren. Nee. Hab ich jetzt... Ach, die Schnecke. Ah. Okay, jetzt fehlt noch ein Schaf. Ein Schaf. Schaf. Ich habe hier schon so oft geguckt, ne? Man findet trotzdem dann wieder irgendwas. Das gibt es doch nicht. Irgendwo muss doch dieses Schaf sein. Okay, jetzt mal von hier, von weiter weg. Also hier war ja schon ein Schaf. Wo waren die anderen Schafe? War hier irgendwo war doch auch eins, ne? Saßen in irgendeinem Boot? Oh Gott, wenn ich mir wenigstens das gemerkt hätte. Dann könnte man so ein bisschen Ausschlussverfahren machen. Da wird wohl kein zweites sein. So in der Art. Aber ich habe es mir auch einfach nicht gemerkt. Kriege ich was, wenn ich alle Laternen anmache? Aufwachen. Hab's versucht. Okay, ich habe keine Ahnung, wo das Schaf ist. Warte mal. Ist hier irgendwo ein Schaf? Nee. Ich weiß es nicht. Ich nehme nicht an, dass das Schaf so offen rumsteht. Das hätte ich doch bestimmt schon gesehen. Okay, ich glaube, ich gebe auf. Ja, ich gebe so ungern auf. Aber ich finde es einfach nicht. Die ist auch schon wieder da hier mit dem Handy. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich jetzt noch anklicken soll, um das Schaf zu finden. Ich bin der Meinung, schon alles Mögliche angeklickt zu haben. Ich glaube, wir lassen es jetzt dabei. Hier war ein Schaf gewesen, ne? Auf dem Boot war es, glaube ich. Ja, ich glaube, mehr finde ich nicht. Die Bilanz ist nicht so schlecht. Wir haben ein Schäfchen nicht gefunden. Traurig, aber na gut. Es sollte nicht sein. Na gut, gib auf. Jetzt wäre so ein Chat aus dem Stream echt nützlich an so einer Stelle. Wenn mir jetzt 20.000 Leute schreiben würden, hey, das Schaf ist da. Genau so auch mit diesem Wortlaut, das Schaf ist da. Dann weiß ich sofort Bescheid. Das wäre jetzt echt praktisch. Na gut, ich gucke noch einmal auf jede Etage, aber da ich es schon überall geschaut habe. Ja. Nee.
Nee, ich glaube, wir finden das Schäfchen leider nicht. Es tut mir sehr leid für den Besitzer der Schafe, aber... So, dann Hühnchen. Gefunden. Ha, endlich kommen wir in die Tür. Der Kapitän namens Schirpmann ist also auf dem Dachboden eingesperrt? Ich frage mich, welche Art von Ärger er verursacht hat, um dort zu enden. Ich dachte, es würde länger dauern. Ich habe mal kurz die Chance genutzt, um meinen Rollo hochzuziehen, weil hier schon duster wurde. Oh, ja, hi, Captain. Haben Sie hier zufällig noch ein Schaf irgendwo? Scheinbar nicht. Ich hatte schon Hoffnungen. Nur eine Spinne. Na gut. Hä? Ha. Uff. Bist du in Ordnung, Herr Schirpmann? Wo bin ich? Auf Bus Bar Dachboden offensichtlich. Was? Wie? Warte. Meine Dinge. All meine kostbaren Sachen sind weg. Letzte Nacht, diese Frau, das Kartenspiel, diese verdammten Betrüger. Ah, so bist du also hier gelandet? Es ist immer dasselbe. Die Frauen. Die Frauen sind wieder schuld. Die Leute sagen, du bist der Einzige, der das Schiff fahren kann. Kannst du uns helfen, nach Smurly Island zu gelangen? Ach, glaub mir, ich würde gern helfen, aber ich muss zuerst meine Sachen finden. Du musst dir keine Sorgen machen, wir kümmern uns darum. Richtig, Ducky? Ja. Wirklich? Ihr seid Lebensretter. Das sind die Dinge, die ihr finden müsst. Was? Ja gut. Ich weiß, wo die meisten dieser Sachen sind, weil wir schon so gründlich hier rumgesucht haben. Oh, das war die falsche Uhr. Schade. Aber ich weiß, was Häschen ist. So, ein Häschen. Eine Jacke. Eine Jacke. Warte mal. Das Foto? Oh, das Foto. Warte mal. Hatte das hier nicht irgendwo auf dem Boden gelegen? Ich habe doch gesagt, ach, guck mal, das Foto, das kennen wir doch. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir noch mehr sagen. Ach so, das Foto lag hier. Ja, das Foto kennen wir doch. So. Eine grüne Mütze. Ist aber nicht Luigis, oder? Nee, da ist ja was drauf. Die Socke, das weiß ich. Warte mal. Socke. Das haben wir gesehen. Oh, langsam werde ich bräsig von dem Spiel. Vor allem von der Musik. Aber ich weiß, dass ich die Socke schon gesehen habe. Ich weiß gerade nur nicht mehr, wo. Ich dachte, wir sind jetzt hier weg, will ich weitermachen. Verdammt. Also, Socke, grüne Mütze. Die Mützen liegen hier ziemlich viele überall rum. Warte mal, ich gehe mal von oben gerade durch. Also, haben wir hier irgendwas davon? Die Mütze ist es nicht? Also nein. Das ist eine Spinne da im Salat, ne? Hier drin aussuchen, dann? Ah, hier ist nichts, ne. Das war eine Uhr, aber das ist nicht die richtige, ne? Okay. Ich will wieder raus. Das die. Was? Das ist nicht die Jacke? Ernsthaft? Oh oh. Menu. Ich habe die Socke doch schon gesehen. Wo war die denn? Aber nicht hier drin. Nein. Ich gucke gerade vor allem nach Socke und nach der grünen Mütze. Ich kann nicht alles auf einmal versuchen zu finden. Aber ich finde nicht mal das. Ah, da. Oh Gott. Ja, ich wollte sagen, irgendwo drauf, ja. Gut.
Von den kleinen Meeresbewohnern gestohlen, wahrscheinlich fälschlicherweise für Essen gehalten. Entfurt einer Liebschaft, in fortgetragen während eines Tanzwettbewerbs. Warte, bei Dirty Dancing? Okay. Wenn es zu lange dauert, dann benutze ich unsere Jujus, keine Sorge. Aber ich möchte zumindest noch ein bisschen suchen. Ist ja doch einfach sehr viel los. Ich will mal das Schäfchen jetzt noch bei der Gelegenheit. War der vorher schon da? Ich frage mich gerade, ob sich jetzt Sachen vielleicht auch verändert haben. Hierzu, waren die vorher schon da? Doch, die waren schon da, ne? Doch. Fernrohr, Uhr, Jacke. Da oben hängen noch zwei Jacken, nimm doch die. Ich bin einfach tatsächlich ein bisschen durch gerade. Von dem hier rumgucken. Bin ich gerade ein bisschen durch. Ich finde es auch einfach nicht. Ich glaube, ich benutze doch unsere Hinweise. Die sind es halt nicht. Ich weiß halt so langsam echt nicht mehr, wo ich gucken soll. Ich gehe jetzt so wirklich quasi jedes Bötchen für sich einmal durch, aber... Tatsächlich nicht. Ach, guck mal, hier sind die jetzt am Stehen. Ich finde es nicht. Okay. Ein wertvoller Kompass, einem Haufen unheimlicher Seeleute nach einem Kampf entrissen. Seeleute? Ach, hier. Okay. Shipmans Alltagsmantel. Er hat ihn irgendwo hingehangen, als er an der Bar stand. An der Bar. Ist das hier nicht die Bar? Oder gibt es noch eine Bar? Ah, hier gibt es auch noch eine Bar. Als er an der Bar stand. Allerdings nichts. Ist hier noch eine Bar? Nee. Ja, das hier ist ja auch eine Bar, aber hier sehe ich ihn auch nicht. Hey! Hey! Ich sehe es nicht. Ein vererbter Familienschatz verloren als Einsatz in einem unfairen Spiel. Also hier wird gespielt? Da. In die Mütze. Entführt, nachdem sie von einem schönen, geheimnisvollen Fremden verführt wurde. Da. Aber jetzt wird immer noch der Mantel, den ich wirklich nicht sehe. Also vor allem nicht, wenn ich hier an der Bar... Vielleicht eine andere Bar? Warte mal, hier gibt es ja noch mehr Bars. Hier zum Beispiel. Oder hier. Oder hier. Okay, ich bin echt blind. Ich sehe ihn nicht. Das gibt's doch nicht. Wie lange war denn die Schlange zu der Bar? Ich frag nur. Okay, wisst ihr was? Hallo? So, Juju. Wo Leute in der Warteschlange stehen. Aber wo? Hier steht doch niemand in der Warteschlange. Hä? Gibt es hier noch eine Bar irgendwo? Also hier stehen Leute Schlange, aber hier ist keine Bar und das ist auch kein Mantel.
Also hier stehen Leute in der Warteschlange. Das ist auch das Einzige, was ich sehe. Aber ich sehe keinen Mantel. Wo Leute in der Warteschlange stehen. Sorry, ich stehe gerade wohl sehr auf dem Schlauch. Also hier ist die einzige Warteschlange, die ich sehen kann. Ansonsten sehe ich gar keine. Steht ihr in der Warteschlange? Nee. Hier ist auch keine Schlange an der Bar. Und hier auch nicht. Ich fühle mich verarscht vom Spiel. Hier steht auch niemand Schlange, hier auch nicht. Könnte ich noch einen Tipp haben? Vielleicht? Noch einen, bitte? Nö. Ich krieg dich noch einen. Okay, warte mal. Er dingst mich auch nirgendwo hin. Also hier ist keiner. Eine Warteschlange. Das ist das Einzige, was ein bisschen Schlange sein könnte, aber da hängt er auch nicht. Hat ihn irgendwo hingehangen, als er an der Bar stand. Wo Leute in der Warteschlange stehen. Hat hier einer dabei? Hey! Also tut mir leid, ich stehe gerade scheinbar auf dem Schlauch. Ich sehe weder eine Schlange noch an der Bar irgendwo was. Ich. Menno. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also das hier könnte eine Warteschlange sein, ne? Weil der auch so verärgert hier ist. Also ich glaube, die werden hier gerade quasi eingelassen, hier vorne zur Bar. Nehme an, das soll die Warteschlange hier sein. Aber ich sehe ums Verrecken keine Jacke. Hier vorne ist die Bar. Ist es ein Übersetzungsfehler oder so? Kann ich hier noch irgendwas... Sieht es auch nicht besser. Ich klicke hier mal ein bisschen rum, hey. Aber ich glaube, es bringt alles gar nichts. Ich sehe es nicht. Ich hoffe, ihr seid gerade genauso verzweifelt wie ich, denn ich sehe es wirklich ums Verrecken nicht. Ja, die einzigen Jacken, die ich sehe, sind die beiden hier. Auf dem gesamten Feld. Hängt die genau so? Also normalerweise, die Gegenstände sind ja genau so, wie sie hier eigentlich sind, ne? Nicht irgendwie anders. Deswegen wundert es mich gerade so, weil die ist doch riesig. Die müsste man noch sehen. Ansonsten ist ja hier noch eine Bar, aber keine Schlange. Deswegen glaube ich nicht, dass es hier ist. Ich denke schon, dass es eigentlich da unten wäre. Und ausgerechnet jetzt ist Seth nicht da und kann mir nicht helfen. Hat es irgendwo hingehangen? Irgendwo hingehangen. Wo Leute in der Warteschlange stehen. Dein Kopftuch? Ich habe keine Ahnung. Ja, das Problem ist, wenn ich es jetzt tatsächlich nicht finde, muss ich jetzt leider die Demo so beenden. Ohne dass wir es zu Ende gespielt haben. Das ist wirklich echt schade. Ich find's nicht. Ich find's nicht. Ja, gut. Ich kann die Folge jetzt auch nicht endlos machen. Das ist echt ein bisschen traurig. Ich kann es aber wirklich gar nicht ausmachen hier. Tut mir leid. Ich hätte gerne mit euch das Ende der Demo gesehen, aber ich find's einfach nicht. Ich sehe halt auch... Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch völlig auf dem Holzweg und die meinen das da gar nicht. Aber ich wüsste halt nicht, was sonst. Ich
Also hier sind ja halt noch mehr so Bars, aber auch hier sehe ich nichts hängen. Nee. Der kommt mir auch irgendwie total bekannt vor. Ich sehe es nicht. Ja, es tut mir echt ein bisschen leid. Ich hätte gern zusammen mit euch das Ende der Demo gesehen. Aber das wird wohl nichts. Ich kann es nicht finden. Gar nicht. Es macht es natürlich auch nicht besser, dass ich jetzt so lange rumsuche und nicht finde. Denn man wird natürlich auch umso gestresster, gerade wenn man aufnimmt und dann nicht die Zeit hat, um alles so richtig abzusuchen. Wenn man natürlich auch so diesen Zeitdruck dabei empfindet, ist es noch schlimmer. Aber ich sehe es einfach ums Verrecken nicht. Ich weiß nicht, warum. Ist es ein Bug? Ist die Jacke nicht da? Also ich habe langsam echt das Gefühl, die Jacke ist einfach gar nicht da. Und mehr kann ich halt auch nicht machen, ne? Ich kann es mir nicht komplett anzeigen lassen. Das Schaf zum Beispiel finde ich halt auch überhaupt nicht. Na gut, nach dem Schaf habe ich jetzt auch nicht mehr gesucht. Nee, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich würde jetzt tatsächlich hier die Demo leider beenden. Das sind die einzigen Jacken, die ich auf dem gesamten Feld sehe. Hier hängt auch keine Jacke. Ich wüsste nicht. Ich wüsste nicht, wo die hängen sollte. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt aufhöre, dann gucke ich hier nochmal drüber. Und dann finde ich sie. Und dann ärgere ich mich richtig doll, ne? Das riecht ja richtig doll. Aber vielleicht auch nicht. Tja. Ich glaube, also für die, die jetzt das Ende der Demo gern sehen wollen, aber nicht selber spielen wollen. Ich glaube, Gronkh hat es auch angezockt. Ich habe es mir extra nicht angeguckt. Ich glaube, das hier hat er auch angespielt, aber ich habe es mir nicht angeguckt, weil ich dachte, ich will es halt selber spielen. Aber ich bin mir sicher, dass er es zusammen mit seiner Community locker geschafft hat, alles zu finden. Deswegen, wer das Ende sehen will, kann das bestimmt dort tun auf dem Kanal. Also ich finde es nicht. Keine Chance. Irgendwo hingehängt vor allem. Also es würde für mich ja heißen, irgendwo hängt sie halt. Also nicht irgendwo beim Stuhl geworfen, nicht... Ich find's nicht. Wir sind jetzt halt auch schon bei 50 Minuten. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch treiben soll hier. Zieh die Jacke aus, ich nehme die mit. Also das hier ist für mich die einzige Schlange, die ich sehe. Hier ist die Bar. Und dann ist sie quasi hier gerade die erste, die bestellen kann, nehme ich an. Und dann geht's hier einmal so rum. Hier lang, lang, lang. Bis hier. Weder hier auf der Seite, noch auf der Seite. Kann ich es jetzt vielleicht erst... Oh Gott, nein, wirklich? Oh, ist das fies. Wie gemein ist das denn? Seht ihr das? Oh, ich könnte kotzen. Da kann ich es ja nicht finden. Okay, das ist echt fies. Das ist echt fies, dass man die Ebene umstellen muss, damit man die Jacke findet. Oh Gott, ey. Ich bin fast wahnsinnig geworden gerade. Okay, okay. Wir haben's. Ach, wie ätzend. Sorry, aber das war jetzt echt fies. So, gibt's noch ein Level? Können wir noch eine dritte Folge machen oder war es das für die Demo? Ich bin gespannt. Ab nach Hause. Ja, uns fehlt ein Schaf, ich weiß, aber boah, den Nerv habe ich jetzt nicht mehr. Vielleicht hängt das auch irgendwo an der Hauswand, keine Ahnung. Ah. Ja, wir haben es geschafft. Ich wette, Mr. Chipman ist glücklich, all seine Sachen zurückzuhaben. Wenn ich so drüber nachdenke, war diese Frau mit der lila Maske schon sehr unheimlich. Bist du in Ordnung, Göttin? Was meinst du mit in Ordnung? Ich bin immer in Ordnung. Na. Ha, wirkt so, als hättest du zu viel von Boos Spezialität gehabt. Nun, was willst du tun? Dieser Drink war zu lecker. Ich fühle mich, als ob er nur das Beste in mir hervorgebracht hat. Vielleicht ist das der Grund, warum sich jeder, dem wir den Drink gegeben haben, sich in irgendein Tier verwandelte. Vielleicht. Ich habe gehört, dass er ein paar seltsame magische Äpfel benutzt, um sie herzustellen. Magische Äpfel? Das klingt lecker.
Ja, ich werde dir welche besorgen, wenn wir hier bekannter sind. Ach, das wird so lange dauern. Nicht, wenn du hart arbeitest, Ente. Wo wir gerade von Arbeit sprechen, hier ist ein neuer Auftrag. Warte, was? Jemand anderes hat ihn angenommen? Aber wie? Weil du zu langsam bist. Was machst du hier? Ich bin nur hier, um Hi zu einer alten Freundin zu sagen, die ihr kleines Geschäft verlieren wird. Faye. Du, pass auf, was du sagst, oder ich werde... Du wirst... Erzähl weiter, ich höre. Göttin, ich glaube, wir sollten aufgeben und bei unserer Mami weinen. Oh, den haben wir gesehen, den Typen. Gas. Hä? Weil ihr lahmen Enten uns niemand schlagen werdet. Keine Chance. Es ist egal, was ihr macht. Wir werden immer schneller, besser und stärker als ihr sein. Genug, Gas. Aber... Also, ihr Nachmacher seid es also, die unseren Job klauen? Und was willst du dagegen unternehmen? Na, wenn du dieses flehende Gesicht in dieser süßen kleinen Erscheinung machst, bin ich vielleicht etwas großmütiger. Ach, du Windechse. Nun, ich habe nur versucht zu helfen. Auf geht's, Gas. Wir gehen jetzt. Ich will nicht noch mehr Zeit in diesen trostlosen Ort verlieren. Habe verstanden, Miss Faye. Versuch gar nicht erst mehr in den Weg zu kommen. Ugh. Göttin? Göttin, bist du in Ordnung? Nein, ich bin nicht in Ordnung. Auf geht's, wir dürfen keine Zeit verlieren. Wo gehen wir denn hin? Wir werden einen Job finden, bevor sie ihn uns wieder klauen. Jetzt komm, Ducky. Warte auf mich, Göttin. Okay. Vielen Dank fürs Spielen. Ja, danke für das tolle Demo, für das wundervolle Spiel. Ich freue mich drauf. Ich würde es sehr gerne let's playen. Das mit der Jacke war jetzt echt fies. Das war richtig, richtig fies, aber gut. Ist wie es ist. Ich habe nicht dran gedacht. Ich habe echt nicht dran gedacht. Da hätte ich drauf kommen können. Naja, gut. Also, schön, dass ihr dabei wart. Und vielleicht sehen wir uns ja in einem Let's Play von Lost and Found wieder. Schreibt doch gerne in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf hättet. Also, bye bye.